Hier ist schon tief. Einfach, ja, einfach mal ein Tunnelgrab. Nee, ab jetzt hast du halt schon die 2 tief. Ja, gut, okay. Ah ja, ist ja logisch. Hä? Wir können auch einen Tunnel graben, dann müssen die Zombies drunter durchlaufen. Wir können es doch noch komplett... lol, warte mal, da ist ein Bär, Alter. Wo? Da. Henry? Henry. Oh, Henry. Ja, jetzt. Oh, jetzt. Lauf ins Haus, lauf ins Haus! Lauf! Zombie! Ah! Komm rein! Oh! Rein da! Oh! Du hast wieder aufgemacht! Ich hab ihn umgebracht! Ist er tot? Ja! Ich hab doch gerade gesagt, ich hab ihn umgebracht! Oh! Oh, Achtung! Ja, wo ist der Zombie hin? Na raus! So, ihr Muschis! Du hast den Bär umgebracht! Hab ich doch gesagt gerade! Wie hast du. What the fuck? Ja, mit 50 Schuss? Alter, alles klar, was geht, Mann? Wir haben auch 19 Fleisch rausbekommen. Oha, hast du das schon gelootet? Ja, wie? Also, Jetzt, was willst du mir sagen? Geerntet, gelootet, geholt, ja. Hä? Ich hab 19 Fleisch rausbekommen, hab ich gesagt. Geil, sehr gut. Na, du musst ihn ja zerhacken. Du musst ja drauf einschlagen, weißt du nicht mehr? Musst du abbauen. Ja, doch, stimmt. Ja, musst du ja abbauen, sozusagen. Gut, okay, Bärenangriff in der Nacht, kann man mal machen. Wieso nicht? Oh, du bist gerade fast in die Spikes gelaufen, Digga. Echt? Hier ist ein Vogelnest. Ach, ja, schade. Du bist trotzdem fast in die Spikes gelaufen, Digi. Vorher auch schon, ja. Gottes Willen. Ja, da macht man was mit hier. Aber jetzt wenigstens die Ausdauer wieder oben. Ja. Also, ich wollte gerade sagen, wir können auch noch eins draufsetzen. Wir machen, guck mich mal an hier. Hey, hallo, hallo, komm mal her. Hey. Hey, hör mir mal zu. Ich seh dich fast nicht, ja. Ich seh dich fast nicht. Du kannst doch die Helligkeit ein bisschen hochdrehen. Ja, passt schon, alles gut. Ja, ich hab's auch gemacht. Ja, nee, ich seh dich. Für YouTube halt, weißt? Und so. Ja, ja. Und würde halt auch ein bisschen einfacher sein zum Kämpfen wahrscheinlich. Möglich. Alter, du kannst sogar einen schnellen Abbauer machen und Rechtsklick, Alter. Brauch natürlich einen Arsch voll Abdauer. Ausdauer. Oha, ja, 30. Bringt doppelt so viel, aber bringt doch doppelt so viel Ausdauer. Pass auf. Folgendes, wir machen jetzt den 2 tiefen und 2 breiten Graben. Okay? Ja. Mhm. Und dann machen wir einen Block Platz, also einen Block Boden. Und dann eine 3 hohe Mauer aus Stein. Oha, also erstmal aus Holz. Das heißt, die müssen erstmal... Ey, ich hab die Idee, Alter. Komm mal kurz mit. Komm mal kurz her hier. So. Also jetzt geht es hier drumherum eine Mauer, ja? Ja. Erstmal eine Holzwand natürlich. Ja. Und die endet dann hier vorne auf der Straße, ja? Und ist hier sozusagen offen und führt dann zum Haus. Das heißt, die müssen, wenn die sich nicht durchschlagen, weil ich glaube, die suchen ja immer den kürzesten Weg, oder? Kann sein. Dahin, wo man ist. Und wenn im Prinzip außenrum eine Mauer ist, danach kommt ein Graben und danach kommt Spikes, werden die natürlich die offene Stelle suchen. Ja. Das heißt, sie gehen hier durch die offene Stelle und hier machen wir alles voll mit Spikes und so und wir machen hier vorne, da oben, wo die 3 Fenster sind, da. Ja. Da machen wir die Wand auf und machen einen Balkon hin und da können wir die von oben wegfetzen. Stimmt, weil die alle in diesen Hall of Fame reinlaufen, also in diese Wall of Death reinlaufen. Ja, stimmt. Oder in diesen Path of Highway to Hell. Genau. Die laufen alle in den Highway to Hell rein. Ja. Ja. So, wo ist die Ritze? Hier ist die Ritze, ab in die Ritze. Bist du in der Ritze? Ja. Der Ritzenkönig. Huch. Da müssen wir noch ein bisschen in die Richtung, oder? Nee, müssen wir nicht. Warum machst du das jetzt? Ja, weil du jetzt genau auf die Spikes kommst. Ja, ich weiß, aber dahinter sind ja auch. Hä, wir müssen ja da lang, guck. Stimmt, was der andere gerade. Die Spikes müssen halt weg dann. Ja. Okay. So, Problem gelöst. Ich bin nass. Ich auch. Und hungrig. Nee. Ich auch. Alter, was ist mit meiner Hand? Hilfe! Erstmal Infektion und dann Nässe und dann tiefe Schnittwunde. Bluten 15%. Oh, deine maximale Gesundheit ist um 24,2 verringert. Kritischer Schaden. Das ist wegen dem Bär, glaube ich. Hat mich nämlich einmal ein bisschen angekratzt. Minimal.
Was passiert denn? Das würde mich jetzt echt interessieren, wenn wir unter den Steinplatten lang graben. Meinst du, das fällt runter? Ja, oder? Naja, wenn die, vielleicht sind die so verbappt. Ach, tatsächlich, es hält. Krass. Das ist cool. Und wenn wir das daneben jetzt, wenn wir es zwei breit machen? Let's find out. Jetzt kracht alles zusammen und haust mit. Nee, hält. Krass. Cool. Oha, das geil. Heißt, das war ein Landschaftsgarten-Landschaftsbauer, der wirklich gewusst hat, was er macht, ne? Ja. In dem Fall. Ja. Yo, ich hab die Idee. Was denn? Ich mach mal weiter. Mach mal du weiter, ich komm gleich, okay? Womit denn weiter? Na, mit Graben. Okay. Also in dem Fall jetzt ein Block tiefer. Sie. Okay. Ah, hier fehlt noch. Hey. Hey? Was ist denn? Ist hier einer zu tief oder habe ich einen Knick im. Es ist doch scheißegal, ob eins zu tief ist. Ach, scheiße, drauf. Ah ja, ist ja kackegal. Hey? Wo ist eins zu tief? Ja, da, hier irgendwo mit dem Weg. Ja, hier irgendwo. Ja, komisch, weil es außen ja auch eins tiefer geht, du Oschi. Ach so! Oh Mann, ey. Na, was haben wir denn vorher besprochen, letzte Runde? Das ist vielleicht 10 Minuten her. Was ist denn mit dir? Hast du so ein Alzheimer oder was? Ja, Alzheimer lässt grüßen. Oh mein Gott, Dominik, das geht. Komm mal kurz zum Eingang. Moment. Mach das mal kurz zwei breit hier. Mit mir. Ja. Also jetzt noch Mauer außenrum, ja? Ja. Das musst du dir vorstellen. So, das noch. Jetzt hör mal auf und komm mal raus. Und jetzt stellst du dir das vor. Rundrum. Was hast du da gerade hingesetzt? Na, guck mal da rein. Ach, Spikes, ja moin, lol. Ach, Alter, wie kann man denn so verpeilt sein, ey? Oha, ja, das ist krass. Ja, das ist krass. Das heißt, komplett drumrum, Mauer. Ja. Und wenn die durch die Mauer durchbrechen sollten, fallen die direkt in die Spikes rein. Wenn die Spikes dann kaputt sind, weil sie überall reinfallen, müssen die erstmal wieder hier rauskommen. Mhm. Und dann stehen sie vorm Haus, dann müssen sie auch erstmal ins Haus rein. Stimmt, ja. Das heißt, das ist eigentlich eine Top-Verteidigungslinie. Da müssen wir uns bloß echt ranhalten bis Tag 14. Ja, da hast du recht. Oh. Ah, jetzt ist eins zu tief hier. Oh, Idiot. Ja, das warst du. Ja. Toll. Ja, einer zu tief ist ja nicht schlimm. Lieber einer tiefer als einer zu hoch. Zu hoch, ja. Toll, wieder keine Ausdauer. Ich verliere jetzt auch schneller Ausdauer wegen meiner Wunde. Macht Sinn, ja. Blödsinn, oder? Ja. Ah, es tut Hail. Ja, ja, 4 Uhr. So, das heißt, das darf man aber wirklich nicht neben den Haupteingangsweg latschen, ne? Nee. Weil dann hast du echt ein Problem. Sonst fällst du rein und kommst wahrscheinlich nicht mehr raus. Da kommst du nicht raus, weil da unten sind Spikes. Das meine ich ja damit. Hm. Rausspringen kannst du. Er hat nicht genug Ausdauer. Ja, wer hätte es gedacht, Mensch. Ach man, der Typ muss was trinken. Ich bin gespannt wegen morgen, Alter. Ich kack mir ein, ne? Wegen? Umstellung. Morgen erster Tag. Ach, ich dachte, das wäre schon gewesen. Hä? Na, die Umstellung ist gewesen, wo ich arbeiten war. Da stellt man um. Ja. Ja, man steckt alles, zieht alles und dann kommt Umstellung. Ah, okay. Ja, du machst dann den Bezirk ja noch einmal normal. Ja, klar. Ha ja, du tust ja nicht morgens Umstellung machen und dann erst anfangen mit Stecken. Wie dämlich wären das? Weil die Post kommt ja noch so, wie die alten Bezirke sind. Ah, okay. Na, hä? Gut. Ja,
Bin mal gespannt. Morgen dann erstmal wahrscheinlich 200 Pakete, weil die so affen groß geworden sind jetzt. Genau, und ab morgen ist dann die Post in, nach dem neuen Bezirk dann vorsortiert in dem Fall. Ja, natürlich. Also die kurzen halt. Ja, genau. Und die so Tagespost ist ja eh sowieso durcheinander komplett. Ja gut, halt immer zwei Bezirke. Ja. Eine 15, 52 bei mir halt. Ich meine, die ist halt so weit durcheinander, aber ist ja nicht durch alle 70 Bezirke durchgemischt. Das wäre ja unmachbar. Ja, das stimmt, ja. So, jetzt müssen wir hier... Ey, wo gehst du hin? Ah, ist das schon... Ah, ja, das du ist musst ein gucken, Team, was oder? Du machst, ne? Ja. Was sollten dann übrigens langsam... Ja, ja, in 5 Minuten ist die Folge zu Ende. Okay, sehr gut. Habe ich alles perfekt abgetimt. Was denkst denn du, Dominik? Dass ich dich hier im Leeren hängen lasse oder was? Dein bester Homie. Dein Brasser fromme Nasamasa oder was? Natürlich nicht. Wow, das ist jetzt deine einzige Reaktion? Ja. Ich hab gedacht, jetzt wird's voll emotional und so. Aber nein. Ich sag ja, habe ich ja gestern gesagt bei Minecraft, emotionale Einbahnstraße, der Dominik. Ja. Ist einfach... Emotional ja. Ist da nicht viel los. Nee, da ist nicht viel los. Ich sag ja, irgendwann kommt die Meldung, deine Eltern sind bei einem tragischen Autounfall ins Leben gekommen, eher so, lol. Nee, sicherlich nicht. Sicherlich nicht, nee, Mann, Alter. Jetzt lach halt mit, die Vorstellung. Ist mir ja schon klar, dass das nicht so ist. Ja, wäre schon geil, ruft sie mal an. Ja, ihre Eltern sind schon so, lol. Ja, ja, und jetzt? Warum rufen sie mich jetzt an und stören mich? Alter. So beim Arbeiten so, was stören sie mich beim Arbeiten? Wieso trinke ich denn jetzt was? Die Axt ist die Schaufel ist zerbrochen, what die the fuck, Alter? Die klassische Bodenaxt, ne? Cool, dass wir Stein mit einer Schaufel abbauen hier. Nach rechts, nach rechts. Das ist Kies, oder nicht? Oder was ist das? Ja. Oder ist das, oh, das ist das Stein? Ja, sieht schon eher nach Stein aus, aber... Ja, yeah. Mein Gott. Wir sind ja mal jetzt nicht so hier, ne? Eben. Also übrigens, ja... Ja, was? Wenn man einen Amboss braucht, um irgendwelche Sachen zu machen, dann ist das auch realistisch, dass man einen Stein mit einer Schaufel abbaut. Ja, genau. Vorsicht, Spike hinter dir. Oh! Oh! Hä? Warum habe ich keinen Schaden gekriegt jetzt? Ich bin ja voll reingelaufen. Du warst, du standst komplett drin. Ja, spring mal raus hier. Scheiße, Dominik. Hey, wie kommst du da raus? Hey, musst du einfach da hochspringen, Mann. Hier, hallo. Hey, bist du doof oder so? Guck mal, hallo, geh mal weg da. Lass mich mal runter. Schauen Sie zu. Ja, hier. Der Typ ist doof. Weißt du, woran ich denken muss? Der kommt da nicht rüber! Ach so, ich hab gecrouched, ja, dann kann ich lange springen. Säckel, ja, dann ist klar. Alter, da rennt ein Adler, Dominik! Dominik! Was ist das denn? Ein Hase! Wie kommt der da rein? So, wie kommen wir jetzt da ran? Na, indem er da durchläuft. Dann müssen wir es aufbrechen. Ich hätte jetzt da warten sollen, bis der wieder raus ist, ich Idiot. Ja, kriegst du das auf, das Gitter? Oh, 500. Oh, alles klar, Alter. Warte mal, stopp mal. Let me run hier. Guck mal hier. Ich sehe es. Oha. Bam. Kann man da rein crouchen? Wahrscheinlich nicht. Nee, ist zu weit. Und legen? Hinlegen kann man sich nicht? Kann man sich hinlegen? Das will ich nicht. Jetzt haust du auf den Boden. Wenn man da jetzt einen wegmacht auf dem Boden? Na dann schon. Dann reicht's. Ne, du musst aber unter dir. Genau. So, lass mich mal da ran mit der Axt. Sehr nice. Sechs Fleisch. Geil, sehr gut. So, kann ich gleich in den Ofen ballern? Ist aber hart gefährlich hier, ne? Ja, du musst halt, Ja, und schon reingefallen, oder was? Was? Das ist hart gefährlich hier. Gut, müsst ihr gleich noch los? Na, Dominik muss los. Ich muss los, ja. Bruder muss los. So, in dem Fall sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von 7 Days to Die. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da, lasst ein Abo da. Ja. Abu Dhabi. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part von
Seven Days, das hat ja gut geklappt mit immer Anmod und Abmod machen in jeder Folge. Gut. Richtig. Nachher gibt's vielleicht nochmal Stream, je nachdem, wie lange der Domme braucht jetzt bei seinem Termin. Bei seinem so NATO-Meeting. Da geht's um Nord Stream 2 und so, ganz kompliziert. Ja, das ist ganz geheim. Also das der trifft sich jetzt mit Putin himself und boxt ihn. pass auf. Genau. Sprenggeheim. Es gibt ja so Bilder von Putin, wie er auf Bären reitet, und da ab morgen gibt es halt Bilder von Dominik, wie er auf Putin reitet. Genau, dann reite ich auf ihm dann. So. In dem Fall sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Nachher gibt es einen Stream. Da streamen wir was, Dominik? Rot tot, oder? Ach so. Oder was hättest du gedacht? Ich hätte gedacht, wir brauchen noch Minecraft-Folgen, logischerweise. Ist das ein Wolf oder ist das ein Hund? Was ist das da? Was denn? Ich schieße es mal an. Was? One-Shot. Alles klar, Alter. Ich sag, ich schieße es mal an. Tot. Was bist du? Das ist doch ein Wolf. Aber der ist gesund. Der ist ein richtiger. Da heißt, da kommt richtiges Fleisch raus. Also, was gibt's nachher, fragt Kev. Nachher ist 17 Fleisch rausgekommen. Geil, sehr gut. Da kriegen wir 3 verkohlte Fleisch raus. Geil. So, in dem Fall gibt's nachher wahrscheinlich in dem Fall ein bisschen Minecraft. Ja. Wo wir dann beschließen und ein bisschen weiterbauen und lustig quatschen und so. Also könnt ihr einschalten. Und dann, weiß ich nicht, vielleicht splitten wir ja auch. Vielleicht machen wir 2 Folgen Minecraft oder so und dann noch ein bisschen Red Dead. Ja. Auf Red Dead hätte ich schon Bock. Ja, wäre schon geil, gewiss, ne? Ja, ist halt ein geiles Spiel, ne? Aber was macht man da dann? Ah, wir müssen das Lager umsetzen. Wenn die es nicht schon niedergebrannt haben. Wenn die es nicht schon weggebrannt haben, die Wichser. Gut, in dem Fall sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, genau. Bis dann und ciao. Tschüss.